Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. In diesem Video werden wir mal unsere Offroad-Skills so ein bisschen erweitern und werden heute gemeinsam in den Offroad-Park hier in Bayern fahren. Aber jetzt würde ich sagen, hauen wir erstmal das Intro rein und danach alles Weitere. Okay Freunde, quasi die Tagesmitgliedschaft, Tageseintritt, wie auch immer, ist beglichen. Ja, wir bewegen jetzt quasi unser Fahrzeug mal in diesen Park rein und schauen mal, was uns so quasi erwartet. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Okay Freunde, weil ich noch ganz kurz anmerken wollte, das tut mir echt wirklich mega leid, aber ich kann es einfach gerade nicht ändern. Mir ist meine Mikrofonbuchse kaputt gegangen. Ihr werdet es bestimmt schon gehört haben, dass die Audioqualität leider nicht so mega, mega, mega gut ist dieses Mal. Es tut mir wirklich richtig, richtig leid, aber ich konnte es jetzt auf die Schnelle einfach nicht ändern. Am Montag geht meine Kamera in Service und wird dann repariert. Ja, ist halt richtig doof. Mich nervt es übelst. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Aber ich wollte euch deswegen trotzdem nicht hier unser ganzes Offroad-Park-Abenteuer nehmen und euch trotzdem filmen oder halt euch trotzdem zeigen quasi. Ja, sorry dafür. Ich hoffe, die nächsten Videos werden wieder besser, Freunde. Schaut euch das Auto nochmal an, quasi, wo es noch halbwegs normal aussieht. Weil jetzt werden wir es quasi hier durch diese ganzen Matschlöcher durchführen. Und ich glaube, danach sieht es ganz schön fertig aus. Allein nur vom Hochfahren sehen die Reifen jetzt schon richtig durch aus. Ich glaube, es wird ein lustiger Tag. Ich kann nicht sagen, hier ist es mega, mega schlammig. Ich glaube, das muss so. So, Schuhe sind gewechselt. Mit anständigem Profil und so. Ich würde sagen, jetzt kann es losgehen. Da fängt es gleich an, ein bisschen zu rutschen, also nicht wundern, alles cool. Einfach schön langsam gehen lassen, alles cool. Ja, alles gut, alles gut. Perfekt. Und jetzt nach rechts einlenken. Genau, und zufahren. You are the pill, I swallow it. Take me away, never land. What colors fade, I disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford. Put on a song that we both know. Let your hair out in the wind. Put the pair up to the floor. Then you lie and take a smoke. Put your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, still be up. Don't care about the place we found. We'll still be up, still be up. We're in this together, we both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, 'cause we will still be high when the lights are up. Kann sein, dass du gleich ein bisschen rutsch. When the lights out.
Reifen gerade. Ja, passt. Your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up, 'cause we will still be high when the lights out. Alles gut, war nur ein Ast. Okay, Freunde, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause. Wir sind quasi fast den ganzen Vormittag schon gefahren und es macht einfach richtig, richtig, richtig viel Spaß. Der Offroad-Park hier ist richtig cool. Um es einfach mal kurz zu gestehen, wir sind quasi, was Offroad-Fahren angeht, eigentlich noch ziemliche Anfänger. Wir haben so jetzt in Schottland und so ein bisschen was gemacht und in Norwegen, wo wir waren, so ein bisschen Offroad-Fahren gewesen, aber wir sind keine Hardcore-Offroader. Und um einfach mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie verhält sich das Auto, wenn es richtig schlammig wird, was an Steigung packt das Auto mit dem Canopy Camper wirklich noch weg drauf und so weiter. Das war unsere Intention, quasi hier mal in einen Offroad-Park zu gehen. Das macht halt auch einfach richtig Spaß. Und allgemein ist ja unser Ziel, unser Auto auszubauen, um dann damit auch quasi um die Welt zu fahren und so ein bisschen auch Offroad-Wege auszuchecken und irgendwelche Offroad-Sequenzen mal durchzufahren. Da sind auch noch die ein oder anderen Reisen quasi in Planung, um da mal ein bisschen so ein kleines Offroad-Vergnügen zu bekommen. Allerdings, was man halt sagen muss, das Auto kostet halt auch eine ganze Stange Geld, man lebt da drinnen und deswegen ist es halt auch kein reines Offroad-Fahrzeug. Man würde die Karre jetzt nicht so übelst abschießen wie die ganzen Offroad-Fanatiker, das wäre quasi nicht unser Ziel. Es ist einfach, wie gesagt, kein reines Offroad-Fahrzeug. Einfach mal quasi so viel dazu. Wir sind jetzt gerade mal so ein bisschen am Essen kochen, quasi Mittagspause, dass wir nachher schön gestärkt quasi weitermachen können. Der Tisch hier ist super praktisch für so Geschichten. Die Reifen sind schon ganz schön schmutzig, wenn man sich das mal hier so anguckt. Aber ich muss sagen, von den Reifen bin ich echt mega, mega überzeugt. Also die packen echt richtig viel weg. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich cool. Boah. Hier ist quasi die Wasserdurchfahrt. Hier. Allerdings wurde uns da quasi explizit von abgeraten, weil die quasi richtig, richtig, richtig tief ist und wir quasi damit unsere Karre komplett versenken würden. Die Stelle soll die einen Meter tief sein, das Wasserloch hier. Das ist ohne Schnorcheln allen drum und dran jetzt vielleicht nicht ganz so die geilste Idee. Deswegen halten wir uns, glaube ich, lieber dran und lassen uns lieber mal bleiben. Hier ist gerade noch jemand anders gekommen mit einem richtig geilen Fahrzeug. Das sieht schon mal richtig, richtig cool aus. Ein altes Feuerwehrfahrzeug, ich zeige euch das mal ganz kurz. So sieht das ganze Teil aus, richtig, richtig cool. So, Freunde, Mittagspause vorbei. Ich würde sagen, wir setzen uns ins Auto und fahren mal wieder ein bisschen weiter. Weil dafür sind wir auch hier. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, oder wir demonstrieren euch jetzt mal ganz kurz, so den Unterschied zwischen Zweirad, Allrad, Allraduntersetzung und Differentialsperre. Hier ist eine ganz gute Stelle, wo jetzt nicht so krass aussieht, aber halt eben man quasi eigentlich mal ganz geil zeigen kann, was der Unterschied halt eben zwischen diesen einzelnen verschiedenen Dingern ist. Wir sind jetzt quasi im Zweiradantrieb.
So sieht quasi die Passage von hier aus. Ja, schauen wir mal. Also wir fangen jetzt mal quasi im Zweirad an. Und los geht's. Ja, Versuch weiter. Also macht er auf jeden Fall nicht. Okay, im nächsten Schritt testen wir jetzt mal Zweiradantrieb mit Differentialsperre und gucken mal, ob er jetzt quasi schon da durchschleichen würde. Zweirad mit Differentialsperre. Jawohl. Okay, Freunde, ich finde, daran sieht man einfach schon mal, wie mächtig so eine Differential... Nee, warte mal. Wie mächtig so eine Differentialsperre ist. Das ist schon ziemlich krass. Also, wenn man überlegt, das war jetzt nur Zweirad angetrieben und halt eine Differentialsperre drin, dass hinten beide Räder gleichzeitig antreiben, auch wenn eins slippt. Und ja, und das Auto hat es halt quasi schon im Zweirad mit Differentialsperre hier hochgepackt. Finde ich schon ziemlich geil. Das war jetzt im Prinzip Nummer 1. Aber wie man schon gesehen hat, das war jetzt nicht so richtig kontrolliert und die Reifen haben halt trotzdem übelst geslippt. Und die bessere Variante wäre halt jetzt in Allrad zu gehen und dann eine Differentialsperre nur für diesen kurzen Moment reinzumachen und dann im Prinzip halt über dieses Hindernis drüber zu schleichen. Das wäre jetzt im Prinzip noch so die etwas bessere Variante gewesen. Aber einfach nur mal quasi, um euch kurz zu zeigen, wie cool das halt ist. Okay, das war gerade komisch. Ihr seht, ich sehe ein bisschen schmodderig aus, bin gerade unterm Auto rumgeklettert, weil quasi vorne rechts ist ein bisschen komisch, blechernes, ekliges Geräusch getan hat. Wir sind hin und her gefahren, ich habe ein bisschen Schlamm überall rausgeholt. Ich glaube, es war nur von der Bremse oder so, dass da Dreck reingekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass es nur so ist. Naja, fahren wir mal weiter. Ja, noch gerade bleiben. Jetzt kannst du ein bisschen nach rechts lenken. Ja, genau. Lass mal ein bisschen rollen. Ja, sehr gut. Wunderbar, schlimmstens geschafft. Jawohl.
nach links. Sehr gut. Ja, ist gut. Reifen gerade. Und langsam weiter. Ich kann euch sagen, mein Luftbike oder unser Luftbike vom Luftfahrwerk sieht aus, als ob es ihn gleich zerreißen würde. Aber ich glaube, das muss so. Ja, kannst ein bisschen links lenken. Perfekt. Ja, geht ganz gut. Am besten ein bisschen nach rechts. Ja. Also ich würde sagen, Freunde, diese Reifen sind quasi jetzt mal anständig, so wie sie es halt quasi gehört. Die hinten quasi genau dasselbe und ja. Okay, Freunde, wir sind quasi jetzt fertig für heute. Wir haben jetzt schon ziemlich spät, sind jetzt den ganzen Tag rumgefahren. Das strengt den Kopf schon ganz schön mega an, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Ja, unser Auto schon ziemlich gut durchs Gelände geprügelt. Zwar nicht alles aufgenommen, aber das war schon ziemlich gut. Ich kann euch sagen, im nächsten Schritt werden wir jetzt mal kurz das Auto wieder abwaschen gehen, weil der ganze Schlamm und Dreck hängt überall drin. So richtig gesund ist es fürs Auto und so, glaube ich, nicht. Deswegen werden wir jetzt mal schön quasi das Auto noch waschen gehen. Okay, Freunde, das Auto ist soweit von außen jetzt wieder sauber. Wir suchen uns jetzt den Schlafplatz, weil eine Nacht haben wir noch. Die nutzen wir natürlich auch aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir unser Zelt aufgeschlagen haben. Und ja, dann alles weitere mal auch so ein kleines Resümee ziehen und so weiter. Aber ich würde sagen, das machen wir dann gleich alles, wenn wir unseren Schlafplatz gefunden haben. Okidoki, Freunde, wir sind wieder zurück von dem Offroad-Park in Bayern und unser Auto ist gewaschen, wie ihr gesehen habt. Wir haben noch gemütlich dort geschlafen, uns was zu essen gekocht und sind dann quasi ganz gemütlich wieder zurückgefahren. Ziehen wir ein kleines Resümee. Wie gesagt, anfangs des Videos hatte ich ja schon gesagt, unsere Intention war, in den Offroad-Park zu gehen, um einfach mal ein bisschen Gefühl und ein Handling für das Fahrzeug zu bekommen. Wir haben in Schottland und in Norwegen soweit so, ja, mal den einen oder anderen Offroad-Track gefahren. War auch richtig cool, hat richtig Bock gemacht. Der in Schottland war gar nicht so ohne, dadurch, dass auch ziemlich viel geregnet hat und sehr matschig war. Kommt dann aber in den Schottland-Videos, werdet ihr dort sehen. Und deswegen wollten wir einfach mal in den Offroad-Park, um quasi einfach mal ein bisschen mit dem Auto zu spielen. Was soll ich sagen, Freunde? Das Auto ist mega, mega geländegängig.
Ich hätte anfangs tatsächlich ein bisschen gedacht, dass der Canopy Camper gerade in irgendwelchen Schrägpassagen und so ein Zeug ein bisschen Probleme geben wird oder der Schwerpunkt verlagert. Braucht euch gar keine Gedanken machen. Total genial. Also der Schwerpunkt von dem Auto liegt immer noch sehr tief, dadurch, dass unten der Aufbau drinne liegt oder der Ausbau. Der ganze Aufbau an sich ist überhaupt nicht so schwer. Das heißt, da muss man sich echt überhaupt keine Gedanken machen. Meines Erachtens ist das Fahrzeug immer noch nach wie vor genau gleich geländegängig. Ich würde sogar behaupten, dass das Fahrzeug noch um einiges geländegängiger ist mit diesem Aufbau hinten drauf, weil der Aufbau ist nicht zu schwer, nicht zu hart übertrieben und baut nicht übelst nach oben auf. Und ihr habt den Vorteil im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen mit einer Pritsche, dass ihr hinten Gewicht auf der Hinterachse drauf liegen habt. Wenn ihr eine leere Pritsche habt, dann wird euer Rad sofort slippen, weil ihr einfach nicht so gut vorwärts kommt, weil nicht so viel Traktion auf dem Boden ist. Der Vorteil jetzt, ihr habt hinten Gewicht drauf liegen, somit kommt ihr extrem gut wieder raus irgendwo, was halt andere Fahrzeuge ja halt einfach nicht so haben. Dementsprechend würde ich sagen, mit dem Fahrzeug, wenn man dann quasi Offroad fahren kann und seine Skills soweit geschult hat, kann man mit dem Fahrzeug schon ziemlich gut was reißen. Wir müssen auf jeden Fall mit dem ganzen Offroad-Fahren noch so ein bisschen was lernen, noch ein bisschen unsere Skills erweitern. Vor allem was, sage ich mal, Recovery Systems angeht, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir uns da zum einen mal anständig ausrüsten, dass man so ein paar Recovery-Sachen hat, um sich selber wieder aus irgendwelchen doofen Situationen rauszuholen und vor allem sein Fahrzeug mal wirklich bewusst in irgendwelche doofen Situationen rein zu manövrieren und quasi zu üben, da wieder rauszukommen, dass man nicht irgendwo auf einem Offroad-Track steht und nicht mehr weiterkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, mal solche Formate, wenn wir einfach mal weggehen, unser Fahrzeug testen, auf Reisen sind und eben nicht jede Woche nur Ausbauvideos bringen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich riesig interessieren. Nächste Woche geht es dann wieder mit Ausbauvideos weiter. Und ja, wie gesagt, der Sommer rückt immer näher, Freunde. Stückchen für Stückchen wird unser Ausbau immer mehr verbessert, ausgebaut und geht weiter. Aber wie auch immer, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich sonntags auch benachrichtigt, wenn wir unsere neuen Videos hochladen. Und somit, Freunde, bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Haut rein und ciao.